Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tilan. Heute bin ich wieder für euch in MOP Remix unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um dieses schicke Toy hier, und zwar Kirschblütenspur. Und dieses bekommen wir über ein Achievement, und das Achievement heißt einmal Jadewald. Wir finden das, wenn wir reingehen und Remix Pandaria und dann gleich im Überfenster quasi. Da haben wir hier das Achievement Jadewald. Und dafür müssen wir verschiedene Sachen machen. Und es steht hier drin, schließt zwei der folgenden Erfolge mit einem Zeitläufer ab. Zeitläufer sind ja quasi einfach die Chars, die ihr euch speziell für dieses Panda Remix Event erstellt. Und für die Leute, die es nicht wissen, das geht aktuell vom 16. Mai bis einschließlich 20. August. Also wir haben ein bisschen über 3 Monate Zeit, das Ganze zu machen. So sollte das Event schon vorbei sein, wenn ihr das Video guckt, dann sieht es wahrscheinlich schlecht aus und ihr könnt das nicht mehr holen. So, jetzt gucken wir aber rein, was wir fürs Achievement machen müssen. Wie gesagt, wir müssen zwei der folgenden Achievements machen. Bei mir ist es jetzt irgendwie komischerweise so, dass ich nur eins abgeschlossen habe, aber es trotzdem bekommen habe. Ich keine Ahnung, es scheint ein bisschen rumzubacken. Ich werde euch aber dennoch erklären, was wir für die Unterachievements machen müssen. Das erste, was wir haben, Suche nach Gruppe Jadewald. Und dafür müsst ihr einfach die Gruppenaktivitäten im Jadewald absolvieren. Und das ist zum einen Tempel der Jadeschlange, das ist ein Dungeon. Da könnt ihr quasi bei Dungeons anmelden, und wenn ihr das spezifisch holen wollt, dann meldet euch quasi hier Tempel der Jadeschlange spezifisch an. Ne? Könnt ihr im Normal oder im HC machen. Ihr könnt natürlich auch einfach random queuen und schauen, dass ihr irgendwann reinkommt. Und die anderen zwei Sachen, Grünstein und ein Sturm braut sich zusammen, das sind beide Szenarien. Und hier könnt ihr auch wieder random queuen oder ihr sucht euch die halt raus. Ne? Ein Sturm braut sich zusammen und Grünstein haben wir hier bestimmt auch irgendwo. Genau. Da oben ist das allererste. Und dann habt ihr das hier abgeschlossen. Und die anderen beiden Sachen, die wir machen müssen, ist einmal Orden der Wolkenschlange. Das ist eine Ruffraktion. Und die müsst ihr auf Ehrfürchtig bringen. Ich habe die jetzt mittlerweile auf 17.700 von 21.000. Und ich mache jetzt am zweiten, also das ist jetzt mein zweiter Tag, wo ich Dailies mache. Ich habe jetzt quasi erst angefangen mit dem Panda Remix Gedönse. Und das geht relativ schnell. Ihr kriegt hier einen ziemlich saftigen Rufbonus. Im Endeffekt, das Ganze spielt hier in dem Jadewald auf den Koordinaten 57, 45. Und ihr geht daher, habt eine Einführungsquest von 5 bis 10 Quests. Und dann habt ihr jeden Tag 3, 4 Dailies, die ihr machen könnt. Und die Einführungsquest, da haben sie den Ruf wahrscheinlich extrem erhöht. Da habe ich extrem viel gekriegt. Und jetzt für die Daily-Quest habe ich auch zwischen 1350 und 1800 bekommen pro Daily-Quest. Also es geht extrem schnell hoch. Ich denke mal, morgen bin ich auf Ehrfürchtig nach 3 Tagen. Also das geht relativ zügig. Und ja. Und das letzte Achievement, was wir dafür noch brauchen, oder dass wir alternativ nehmen können, ihr braucht ja nur zwei oder nur eins, wenn es buggt, wie bei mir, ist die Tour des Jadewalds. Und dafür habt ihr wieder 3 verschiedene Aktivitäten zum Absolvieren. Und zwar einmal erkundet den Jadewald, ne, einfach die ganze Map aufdecken. Dann haben wir quasi flüchtige Feinde des Jadewalds. Dafür müssen wir quasi seltene Gegner töten, und zwar 3 Stück von 1, 2, 3, 4, also 8 Stück gibt es insgesamt im Jadewald, und 3 von denen müsst ihr umholzen. Ja. Ah, Moment, Leute, was haben wir denn da hinten? Habe ich den schon? Ach, den Ferdinand habe ich schon. Genau, aber lohnt sich trotzdem die Rares umzuhauen, da wäre zum Beispiel gerade einer, ne? Also der steht hier sogar in der Nähe rum. Und das letzte, was wir dann noch haben, sind die Schätze, und da müsst ihr halt einfach insgesamt 4 Schätze aufmachen. Da gibt es verschiedene Add-ons für, Handy Notes zeigt es glaube ich an, da sind die auch auf der Map eingezeichnet. Ich werde aber die Tage für die Leute, die sich jetzt dann nicht irgendwelche Add-ons runterladen wollen, werde ich nochmal ein paar Videos erstellen und die ganzen Schätze mal abfliegen. Ich denke mal, das könnte vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen interessant sein, zu sehen, wo die genau sind. Genau, und wenn ihr dann 2 von diesen 3 Sachen gemacht habt, dann kriegt ihr euer schickes Toy. Und ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt noch schnell an. Und zwar, was macht das? Kirschblütenspur. Er beschreitet einen mit Kirschblüten bestreuten Weg. Und wir sind jetzt hier gerade schon richtig, ne? Hier sind wir bei den Kirschblüten. Also wir lernen es jetzt mal. Und dann schauen wir mal. Kirsch. Was? Ah, seht ihr es?
jetzt fliegen so Kirschblüten rum und wir haben so ein Leuchten quasi am Boden. Ja, sieht ja ganz nett aus. Hätte aber ein bisschen dichter sein können, muss ich sagen. Haben wir jetzt tatsächlich mehr erwartet. Aber ja, ganz nettes Zeug. Hat 10 Minuten Abklingzeit und hält auch 10 Minuten. Also ihr könnt es euch quasi durchgehend aktiv halten. Juti, das war's mit dem kleinen Toy Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ötila, bis zum nächsten Mal. Ciao.